mit den Fans zu feiern hier im Stadion ist dann einfach großartig. Und, wir feiern hier, ob wir gewinnen oder verlieren, das ist uns eigentlich egal. Die zweite Hälfte meines Herzens. Vor meinem geistigen Ohr singen schon 20.000 Leute. Zusammen sind wir der SC Preußen Münster. Aber nicht, dass meine Spiegel noch im Fernsehen erscheint hier gleich. Moin aus Münster, ich melde mich von der Hammerstraße. Preußenstadion ist angesagt und ich habe es tatsächlich geschafft. Ein Ticket für das Derby gegen Arminia Bielefeld. Das wird ein besonderes Stadionerlebnis, denn sowas wie hier und heute, das gibt es nur noch selten in Fußball Deutschland. Also, let's go! Rein geht's also. Und was sofort auffällt, die Herzlichkeit der Fans. Super offen und kommunikativ. Herzlich willkommen beim SCP. So ein dickes Derby, ne? Gegen Bielefeld ist schon eine Herausforderung, ja. Wie lange gehen Sie schon zu Münster? Oh, 30, 34 Jahre, ja. Boah, einiges mitgenommen. Ja, für gute und schlechten Zeiten, ne? Was ist deine schönste Erinnerung hier ins Preußenstadion? Meine schönste Erinnerung, ich sag mal 76, 75, da war hier das Spiel gegen Borussia Dortmund. Da war Preußen Münster Tabellenführer, Dortmund Zweiter oder Dritter, weiß ich nicht mehr. Dritter. Und da haben die hier Dortmund 4-1 geschlagen. Und jetzt rat mal, wie viele Zuschauer hier waren. 15.000. 15? 34.000 Zuschauer. 34.000 Zuschauer. Ja. Auf der Tatterwand standen die Leute. Da war das ja, da waren wir alle friedlicher miteinander. Du warst auch als kleines Kind schon hier, ja. Warst du 6 oder 7? Ja, ich glaube, das verbinde ich damit. Als kleines Kind habe ich mir die Ohren zugehalten, weil es zu laut war. Und was macht für dich das Preußenstadion aus? Ja, es ist einfach dieser alte Fußballflair, der hier so ist. Ne? Das ist noch dieses ursprüngliche, ja, Fußballromantik nenne ich es einfach. Fußball, wie er geschaffen wurde. Das ist kein Fußball, der nur mit Geld regiert wird. Also hier ist noch der natürliche Fußball. Und das ist einfach das Geniale dabei. Darum sind wir auch regelmäßig hier. So die Gemeinschaft. Ich finde, das ist hier nochmal ganz anders als in anderen Stadien. Wenn es hier so klein und gemütlich noch ist, das ist ja jetzt gerade noch ganz schnuckelig eigentlich. Wie es jetzt ist, ist es am besten. Warum ist es jetzt am besten? Weil die Stimmung super ist, alle zusammen für Preußen Münster. Wir stehen alle hinter Preußen Münster und für den Sascha Hildmann machen wir das und für uns. Heute Bielefeld? Das ist was Besonderes. Bielefeld ist wie Schalke Dortmund, ne? Und haben wir da was gut zu machen vom letzten Mal. Hinspiel war ja nicht ganz so gut. Wenn wir das Ergebnis umdrehen können, heute bin ich zufrieden. Was für eine Schüssel, 1926 gebaut und immer noch hier. Keine Treppen, du läufst einfach den Wall hoch und schon offenbart sich alles. Kerni, hier, was bist du dabei? Lernst du die Namen gerade auswendig? Ja, natürlich. Ach, hältst du jetzt? Ja, oder? Ich halte das für dich. Ja, gut. Du bist schon so lange dabei, was macht Preußen Münster für dich aus? Ja, die Atmosphäre, das alte Stadion, Antik-Arena, die Fans. Ist zwar nicht das modernste Stadion und ja, vom Verein her ist es einfach der geilste Verein ever. Das Stadion hat Patina, ne, wie man so schön sagt. Ja, Patina. Wir haben ja auch hier Party gefeiert im Mai, der Aufstieg. Und das hatten wir auch schon 2011. Und wenn der Platz voll ist, dann macht es hier einfach Bock. Was ist dein Lieblings-Fan-Ausruf? Zusammen sind wir der SC Preußen Münster. Wo ist das Trainerbüro? So, halbe Stunde vor Spielbeginn, jetzt machen wir was Verrücktes. Ich klopfe mal hier beim Trainerbüro. Und wir holen mal kurz den Coach raus noch, Sascha Hildmann. Trainer, Grüße. Moin. Schön, dass du dir noch kurz die Zeit nimmst. Komm mal mit raus. Hier ist alles so grün. Wo kommt das denn her? Ja, komisch, ne? Preußen Münster, Vereinsfarben. Wenn man die kennt, dann weiß man warum. Ey, Sascha, es ist unglaublich, dass wir uns mal wieder sehen nach all den Monaten. Du hast so hart geschuftet mit Preußen Münster, um wieder hier in der dritten Liga zu sein. Und jetzt stehst du und darfst solche Derbys genießen. Was macht das mit dir? Ja, das ist eine hohe Befriedigung. Natürlich auch sehr viel Spaß, weil es eben so viel harte Arbeit war. Wir haben uns da echt geopfert in den letzten Jahren. Und das ist auch das, was die Stadt auch verdient hat, was der Verein verdient hat, solche Spiele zu erleben. Und deshalb ist das richtig gut für uns geworden, muss man schon sagen. Da kommen die Goalies gerade raus. Ja, richtig. Und wenn man sich überlegt, wir waren eben draußen, wir haben mit Fans gesprochen. Einer hat sogar gesagt, wir stehen hier für Sascha Hildmann. Für den Sascha Hildmann. Echt so? Auch das freut mich total, weil das ist eben die Wertschätzung, die du von außen erfährst. Und hier in Münster erfahre ich das wirklich sehr, sehr oft und sehr schön ist es auch und macht auch deswegen umso mehr Spaß. Was kann dieses Stadion einem Gegner an Überraschungseffekt bieten?
Boah, die volle Wucht der Fans, ne? Also er ist schon, der Münsteraner ist ja eher ein bisschen zurückhaltend so und ein bisschen reserviert, aber der kann ganz schön auch aus sich herausgehen. Wir haben jetzt geht's los draußen, ne? Du hörst die Stimmung schon und also wird dann schon eine schöne Lautstärke sein, die kann auf jeden Fall da sein. Und das sorgt natürlich für uns dann zum Vorteil. Und Nummer 9, Joel! Mit Nummer 15, Simon! Derby Preußen-Münster gegen Arminia Bielefeld vor voller Hütte. Jetzt will ich es auch mal wissen. So schaut man in Münster beim ausverkauften Derby Fußball. Erster Eckball für die Preußen. Es kommt noch ein Eckball. Pass auf, der geht rein. Es gibt den Elfmeter. Kadi! Bielefeld führt! Cherefa! Cherefa! 1-1! Oh, in der 42. Spielminute für unseren SC! Preußen! 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 Wie hier irgendwann mal 34.000 Fans ins Stadion gepasst haben, keine Ahnung. Bei knapp 12.000 sieht schon hier ein großer Teil nichts mehr. Halbzeitpause, 1-1. Wahnsinn, ich hab's geschafft. Servus. Servus, hallo. Ich hab's geschafft, ich bin zu dir gekommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ist für dich eigentlich das erste Mal in Münster? Das erste Mal. Und? Ist toll, oder? Es ist unglaublich. Es hat Charme, es hat Patina. Weißt du, was hier vor allen Dingen verrückt ist als Kommentator? Da sitzen die Bielefeld-Fans, da sitzen die Preußen-Fans. Dieser Wechselgesang des Hasses sozusagen, den bekommst du ja hautnah mit. Also, toller kann ich es mir nicht vorstellen. Wie viele Bierbecher fängst du pro Spiel dann? Ich hoffe, ich kriege keinen zugeworfen. Wenn, dann soll sie mir einen hinstellen, dann trinken wir halt was. Aber ich brauche hier keine Angst zu haben. Also das sind gescheite Fans. Was verbindest du mit dem Preußenstadion? Oh, ganz viel Geschichte. Ja? Ich glaube, hier ist einiges Historisches schon passiert. Die Fifi-Geritzen-Kurve, ja, absolute Legende. Fifi-Geritzen, die Fans, die ja nicht nur in schlechten Zeiten ausharren, sondern auch wenn es regnet. Ja, also es gibt kein Dach darüber. Hier ist immer was los. Hallo Altmann, grüße Sie. Wir würden jetzt das Interview mit Ihnen gerne machen, noch kurz. Herr Altmann, Sie sind ja ein Münster-Original. Wann ging das denn los mit der Liebe mit Preußen Münster? Wie alt bin ich jetzt? 67? Also es ist etwas, dem man sich in dieser Stadt ja nicht entziehen kann. Und die Liebe, hat man sich ein bisschen abgeliebt, auch über die Jahre, wo nichts weitergegangen ist? Mein ganzes Leben war total in der Wolle gefärbt. Es gab natürlich auch Jahre, wo das Interesse geschwunden ist. Aber eigentlich mit dem Aufstieg damals in die dritte Liga kam, mit dem damaligen Aufstieg in die dritte Liga, kam ein ganz neuer Geist in die ganze Geschichte. Und man hatte auch da das Gefühl, dass Preußen Münster so in der städtischen Gesellschaft einen Stellenwert erreicht hat, wie vorher noch nie. Und Sie sind ja auch Musiker. Was verbinden Sie auch musikalisch mit Preußen Münster? Sie haben, glaube ich, auch mal einen Song geschrieben. Ne? Ich habe mal einen Song geschrieben, das ist aber schon über 30 Jahre her. Aber es ist gerade was Neues in Arbeit. Oh, auf was können wir uns freuen? Auf eine echte Hymne. Auf etwas, was Spaß macht zu singen, mit hoch erhobenem Schal. Und vor meinem geistigen Ohr singen schon 20.000 Leute. Wow, wann ist es soweit? Das ist noch ein Geheimnis. Auf geht's wohl. Manni, ich brauche jetzt jemanden, den Manni. Grüße dich, mein Lieber. Ich habe gehört, du bist eine Münsteraner Legende. Ja, ob Legende, da bleibt der hingestellt, weiß ich nicht. Die einen so, die anderen so. Ne? Wie lange machst du das schon hier? Ja, so über 20 Jahren bin ich jetzt dabei hier. Wahnsinn. Was macht für dich Preußen Münster aus? Ja, Preußen Münster ist Liebe, Heimat, die zweite Hälfte meines Herzens. Und das Preußenstadion? Preußenstadion ist mein Wohnzimmer, meine Heimat, mein Stück Tradition, mein Stück Münster. Seit 1926 sind wir hier an Ort und Stelle und in 2 Jahren haben wir 100-jähriges Jubiläum mit dem Stadion. Das gibt es auch nicht immer. Oha, Ansgar Brinkmann, lebende Legende, hatte sie alle. Osnabrück, Bielefeld, Münster. Deine Lieblingserinnerung hier auf dem Rasen im Preußenstadion? Das war wirklich ein Tor gegen den FC Gütersloh mit Preußen Münster. 1-0, 2-0 geführt, dann das 2-1 am 87. Dann habe ich zu meinen Jungs gesagt an der Mittellinie, zu Erik Gröhlig und Christoph Orkas, ihr könnt ja auf mich warten, das Ding mache ich direkt rein.
Und das klappte, dafür brauchst du ein bisschen Glück und ein bisschen geisteskrank muss auch sein, dass du es überhaupt versuchst. Und dann bin ich von der Mittellinie wirklich durch und ich weiß noch, wie die Leute mich dafür gefeiert haben und dafür nochmal 30 Jahre später danke. Rein in die zweite Halbzeit, rein in den Block. Ups, bloß nichts verschütten. Geil, hautnah dran und mittendrin. Der ist gut, Kersken, Nachschuss und das Tor! Joel Grotowski, Preußen Münster dreht das Derby! War der wuchtigste Moment des Tages. Was für eine Fanpower. Wow. Simon, kurzes Interview. Ja, gut, mach komm, mal. Komm, drei Minuten, wir zwei. Drei Stück, oi, oi. Komm. Du bist, glaube ich, mit 13 Jahren oder zu Preußen Münster gekommen, oder? Ja, 13 müsste ungefähr hinhauen. Ja, genau, ist jetzt mein 18. Jahr. Ich bin jetzt 31 in ein paar Monaten. Von daher ist schon ein bisschen, bin ein bisschen was hier jetzt. Das ist eigentlich der größte Acker der Weltgeschichte hier. Aber warum liebst du es, auf diesen Acker zu gehen? Ja, weil das einmal die Basics vom Fußball musst du da auf den Platz bringen. Ja, dieses Laufen, Kämpfen, Zweikämpfe bestreiten, auch mal ein Stück Rasen raushauen, wenn du den Ball auf die Tribüne donnerst. Was sind das für Momente jetzt hier in der Kurve? Ja, das sind ja die Momente, die wir alle irgendwo wieder haben wollten. Ich glaube, das hat damals sehr wehgetan, die Liga zu verlassen nach unten. Haben letztes Jahr ein geiles Jahr gespielt, völlig zu Recht belohnt mit dem Aufstieg. Und dieses Jahr wollten wir diese Spiele einfach wieder haben. Ich finde auch hier, wenn die Schüssel voll ist, so wie heute, hat das auch eine ganz besondere Atmosphäre. Und das saugen wir auf, das macht auch richtig Spaß. Und danach mit den Fans zu feiern hier im Stadion ist dann einfach großartig. Dankeschön. Danke für die Zeit. Ja, sehr gerne. Bis dahin. Ja, wir sehen uns. Lass dich feiern. Wir haben hier alles sehr herzlich, sehr nett empfunden in Preußen Münster. Das täuscht. Was ist das für eine DNA hier? Ja, ich glaube, wir sind so ein Verein, der so dieses Verlierer-Image vielleicht hat oder dieses Underdog-Image. Und ja, wir erwarten nicht viel und freuen uns natürlich tierisch, wenn es mal gut läuft, so wie jetzt und so wie heute. Ihr seht ja meine Kneipe hier im Preußenstadion, die Bode-Loge. Ja, und wir feiern hier, ob wir gewinnen oder verlieren, das ist uns eigentlich egal. Wir feiern hier, hier schlägt ihr Herz des Fußballs. Die Spieler und die Trainer kommen nach so einem erfolgreichen Spiel auch manchmal hier hoch und feiern mit uns nochmal, trinken noch so ein Abschlussbierchen. Und das ist sehr familiär, was wir hier haben und das macht richtig Spaß. Ne? Du hast hier so ein richtiges Museum. Ich habe auch so einen Fifi Gerritsen-Schein schon gesehen. Was hat es mit dem auf sich? Der Fifi Gerritsen ist ja unser einziger Nationalspieler, der jemals bei Preußen gespielt hat, in 1952. Und ich habe von seinem Sohn, dem André Gerritsen, die ganzen alten Sachen bekommen. Hier zum Beispiel müsst ihr euch einmal angucken. Komm mal rum hier. Das Bild, da seht ihr das, Fifi Gerritsen mit Fritz Walter, 1952 auf Nationalmannschaftsreise in der Schweiz. Ja, das ist unser Idol hier. Der ist nie gewechselt, der ist immer hier beim Preußen geblieben. Und ich habe ganz viele schöne Schreiben vom HSV, Werder Bremen und von so einem dubiosen Spielervermittler an der Wand. Die wollten ihn abwerben, so von 1950. Und er ist halt immer hier geblieben, weil das ein überragender Mensch ist. Fast wie Simon Scherder. Fast wie Simon Scherder, Fußballgott, ja. Simon Scherder, auch überragend. Boah, was ein Tag. Bei mir dreht sich alles. Es war so viel drin. Ein packendes Derby, ein Stadion, wie man selten erlebt hat. Irrungen und Wirrungen. Überall waren Fans auf Zäunen gestanden, haben sich die kreativsten Plätze organisiert. Ich hatte den Eindruck, manche sehen hier gar nichts, aber nehmen einfach das Event mit. Das Feeling Preußen Stadion. Also ich bin begeistert, bin total dankbar, dass ich hier war. Und ich hoffe auch, ihr habt es genossen. Eine richtig geile Ausgabe vom Groundhopper.